Herzlich willkommen zurück zu Let's Train Pokémon. Okay, Let's Play Pokémon Conquest. Mit mir, Nils von The Oddest Prime und meiner sexy Co-Moderatorin Melanie. Genau. Oh, das Vieh ist tot. Okay. So, wir waren im letzten Part dabei, die Pokémon zu trainieren. Ja, und ich sehe endlich wieder alles. Ja, und die beiden Pokémon, die wir dort haben, lohnt es sich überhaupt nicht zu trainieren. Warum? Weil die schon auf der Maximalstufen sind. Oh, echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das habe ich beim letzten Training gemerkt. Ach so, okay. Währenddessen werde ich mir jetzt hier ein paar Informationen holen. Und vielleicht dieses Petsneef oder das Nebulak. Ich werde das Nebulak trainieren. Okay. Meint ihr, ich sollte weiter in diese Akzent sprechen? Nein. Wieso nicht? Weil es kacke klingt. Es klingt nicht kacke. Okay. Okay, den Pignite-Typen und Petsneef-Tusse. Ich weiß immer noch nicht ihren Namen. Auf ewig wird sie die Petsneef-Tusse sein. Ja. So wie die Kürbisschlampe. Genau. Wer das jetzt nicht kennt, heutzutage doch jeder Hauer mit dir Mother. Ich meine, man hat ja nicht genug Gelegenheiten, es zu gucken, ne? Ist so. Naja, Mittwoch fällt ja jetzt dann weg. Ich wusste es doch. Ah ja, heißt sie. Ah ja. Ja komm, aber es läuft doch trotzdem in Dauerschleife. Ich wusste es doch, das war die Mission, wo dieses scheiß Vieh auftauchte. Der Lagiacrus. Merkt ihr den Namen? Lagiacrus. Ach scheiße, ich wollte doch ihr Nebulak drin. Richtig? Lagiacrus. Das Lustige ist, meine kleine Hunterin, die hat... Und weg hier. Die hat ein Schwert und einen Jagdhorn aus seinen Klauen, aus seinen Schuppen. Toll. Funktioniert das hier so? Yes! Yes, my Leech! Warum sage ich das jedes Mal, wenn ich Yes sage? Keine Ahnung. Ich sollte mich so hinstellen, dass ich Ashen Grace und Ashen Grace behalte. Ich sollte mich so hinstellen, zum Glück geht Puderschnee über zwei Felder, dass ich nicht in das Portal gerate. Wäre eine verdammt gute Idee, ne? Mhm. Oh nein, er gerät gleich in das Portal. Nein. Und natürlich ist das ein Portal zur anderen Seite der Galaxis. Total. Ja, okay, zur anderen Seite der Map. Weit genau. Genug. Ja, ja. Jetzt machen wir bestimmt hier die ganze Zeit durchrennen durch Portale. Ach, ich habe alles. Nein, glücklicherweise nicht. Hey, ich habe doch drei Monster in der Reihe. Achso, die muss ich jetzt zurückliefern. Ja, die muss ich jetzt zurückliefern. Not very effective. Reden wir doch mal darüber, was ist denn in... Na gut, mehr als einen Monat. Melanie? Was? Was ist in mehr als einem Monat? Pokémon X und Y? Genau! Und da wir mal endlich so zeitnah sind, freust du dich denn schon auf Pokémon X und Pokémon Y? Irgendwie haben schon lange keine neuen Informationen mehr, was mich irgendwie verwundert. Ja, irgendwie das letzte Pokémon, was ja bekannt gegeben wurde, das letzte Mega-Pokémon, war ja Kangama. Was hältst du von Kangama? Ja, ich freue mich schon. Was hältst du von Mega-Kangama? Wie sieht das aus? Es ist ein Kangama. Und, Moment, ich werde jetzt eben kurz gucken, weil es ja fragt, warum ich hier nicht angreife, ne? Nicht angreift, warum ich da jetzt nicht die alle in die Mine schicke. Ey, guck mal, du kannst halt Megabulak da ja, bei deinem. Ich habe aber schon Megabulak. 45,86. Merkt ihr das? 45,86, ne? 45,86, ja. So, wenn ich die jetzt alle da losschicke, ne? Mhm. Das soll ja irgendwie heißen, ja, dass der linke Strength wird. Ne? Was? Dass der Link sich verbessert. Wir waren gerade bei 45,86 bei ihr, ne? Und jetzt ist es bei 45,97. Mann, hat sich das gewonnen. Okay, wenn man sich überlegt, dass ich meistens für sowas kämpfe, Die Internetverbindung ist schon wieder so schlecht. Schatz, was machst du? Keine Ahnung, was machst du? Ich mach gar nichts. Auf den Pornos runterzuladen. Schatz, ich mach gar nichts. Wenn, gib mir was von den Pornos ab.
Haha. Okay, ein One-on-One. Gichio gegen ein Gironimatz. Ey, ich kann mir mal den, deutschen Namen merken. Hey. Was machst du denn, um dich so... Also, ach ja, Megakangama. Hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Also, ein Megakangama ist ein Kangama. Ja. Und sein Baby. Oh. Also, das Baby kommt aus dem Beutel raus und das Baby kämpft mit. Oh, das ist süß. Und aus diesem Grund ist Megakangama nämlich dahingehend so besonders. Es kann dann zweimal in einer Runde angreifen. Wenn ich frage, warum ich hier gerade nicht angreife, irgendwie hat das da gerade so eine Dinge schicken und so nicht geklappt. No. Ich muss mich gerade irgendwie so positionieren, dass das klappt. Hi. Oh. Zwischensequenz. Yay. Toll. Ach, die Story geht weiter. Ist ja schön. Endlich! Und jetzt muss es nur noch treffen und dann war's mit dem Kampf. Yay. Yay, es hat sogar mal getroffen. Manchmal habe ich ja doch Glück. Manchmal, aber manchmal. Denn in dem Part, den wir nicht aufgenommen haben, nicht, dass wir den gelöscht haben oder so, wir haben wirklich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Yep. Oder besser gesagt, die Aufnahmetaste war gerade anders gelegt. Ja. Dieses Mal haben wir nicht geschummelt. Wir haben es wirklich vergessen. Ja, dieses Mal haben wir nicht einfach, wir sind kacke, nee, zeigen wir nicht, sondern, wirklich, wir können es euch nicht zeigen. Wir würden es euch gerne zeigen, wir können es aber nicht. Genau. Wir würden euch voll gerne... Boah, wenn das Zuba trifft, 406 Schaden, das war's. Das wäre geil. Boom, 401. Triple One hieß es. Und jetzt aber bitte Fati ran. Und wenn es das trifft, ist... Wie auch immer, noch nicht ganz tot. Aber wenigstens schon mal paralysiert. Das ist doch schon mal was. Dann kann ein Galagladia ja schon mal hier den Pretty Core einsammeln. Ja, Rhyperior kann ja leider keinen Angriff benutzen. Denn wie wir wissen, es darf bloß einmal alle zwei Runden angreifen. Psycho Shock geht leider nicht weit genug. No. Egal, Vati wird jetzt, wenn es nicht gerade verfehlt, nein, es wird nicht verfehlen, es wird jetzt dieses Staralili, ich habe es gerade für Navi-Kauf genannt. Keine Ahnung, kann sein. Peinlich, also ich muss Staralili erledigen. Hast du dich schon gefragt, was du machst, um dich auf Pokémon X und Y vorzubereiten? Nö. Was machst du denn, um dich auf Pokémon X und Y vorzubereiten? Was soll ich groß machen? Ich weiß nicht, schon dein perfektes Pokémon-Team zusammen trainieren. Mein perfektes Pokémon-Team? Ja. Na stimmt, das macht so noch keinen Sinn, da man, glaube ich, bisher noch nicht weiß, wie sich Fee auswirkt, außer dass es stark gegen Drachen ist, oder? Oder hat er irgendwie Informationen? Ich konnte bisher nichts finden, wo gegen Fee schwach ist oder so. Also falls er Informationen hat, schreibt mir bitte in die Comments. Das interessiert mich echt. Also, ich werde auf jeden Fall ein Fee-Pokémon nehmen. Warum, weil du dumme Feen-Pokémon willst? Ich will nur mein Evoli. Oh. Ja, da bereite ich mich auch vor. Ich mache nämlich, in der Zeit am Dauertraining eines Mega Imba Felinara. Ja. Okay, eigentlich will ich bloß ein Shiny Evoli, damit ich ein Shiny Felinara habe. Okay, das war gerade ein saugeiler Betrag. 1234 Münzen. 1, 2, 3, 4. Wenn ich frage, warum ich den anderen Typen noch dafür. Wir überspringen den Monat und wir sind sogar den Part schon wieder durch. Toll. Ja, wir achten diesmal mehr darauf, dass die 15 Minuten richtig sind. Oh mein Gott, scheiße. Die greift das erste Mal wirklich an. Oh. Was? Wer greift an? Lord Nils, this is terrible. Nobunagas Army has invaded Vipiria. Oh mein Gott, no. This is really terrible. Weil wir da irgendwie Pokémon von mir sind. Egal, diesmal muss ich bloß überleben, oder? Ich denke... Ich hoffe doch.
Oh, yo. Yay, zwei Pokémon können gar nicht treffen. Yay. Ja, es gibt auf jeden Fall bloß die Feed-Bedingung, dass all banners are claimed by the enemy. Okay. Oh, das Bild lädt bei mir mal wieder nicht mehr. Ich sehe mal wieder nur Standbild. Oh. Wobei da jetzt auch nicht irgendwie so stand, dass, was dann die Runden ablaufen. Wäre aber irgendwie unfair, wenn ich gleichzeitig beim Angriff schneller sein muss und bei der Verteidigung, ne? Ja, das wäre schon sehr unfair. Das heißt, der Gegner kann dann einfach so, könnte dann rein theoretisch, was der Computer natürlich nicht macht, ne? Ja. Aber rein theoretisch könnte dann einfach so eine, oh, ich bleib einfach hier sitzen, Strategie machen, ne? Mhm. Was wir ja nicht können. Ja, das Tolle ist, zwei meiner Pokémon, die ich habe, kannst du vergessen. Ach, warum? Weil das Kampf-Pokémon sind. Oh, okay. Die kämpfen hier gegen Geister. Oh, okay. Komisch, war das nicht mal alles anders gedreht? Keine Ahnung. Ich sehe ja nichts. Ach, das liegt, glaube ich, daran, dass ich hier jetzt verteidige. Deswegen ist da... ja, genau. Deswegen ist plötzlich alles so anders, so falsch rum. Ah. Ja, jetzt erkenne ich es gerade. Ja. Ich könnte jetzt so rumdrehen, dass es mir vertraut vorkommt. Toll. Dann mach das. Ja, erstmal muss er seine Runde da fertig machen. Okay. Dann... ich glaube, wir beenden aber auch den Part und machen hier auch direkt im nächsten Part weiter. Also, wie immer, abonniert den Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.